Zur Geschäftsordnung hat sich die Abgeordnete Maurer gemeldet. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir unterstützen selbstverständlich den Ordnungsruf, denn das, was hier gerade gesagt wurde vom Kollegen Schnedlitz, ist unfassbar. Die Ausschaltung des Parlaments, die in Österreich tatsächlich stattgefunden hat, war der Weg in den Austrofaschismus und in die Nazizeit. Und diesen Vergleich hier anzustellen, ist absolut unsäglich. Dass er ausgerechnet von der Freiheitlichen Partei kommt, wundert gleichzeitig wieder nicht. Wir haben damals, und ich möchte jetzt die Präsidiale takt vertraulich, aber ich möchte jetzt ein paar Dinge sagen, die damals in diesen Besprechungen gesagt wurden, weil ich glaube, dass hier auch die Art und Weise, wie die österreichische Bevölkerung, insbesondere Sie, Herr Kickl, Ihre Wählerinnen und Wähler, zu täuschen versuchen und bewusst die Unwahrheit sagen, weil Lügen darf ich nicht sagen, weil sonst kriege ich einen Ordnungsruf. In diesen Präsidialen wurde besprochen, gemeinsam und konsensual, wie wir mit dieser extrem schwierigen Situation umgehen. Wir haben gemeinsam beschlossen, dass wir in kleinerer Besatzung tagen, und Sie haben Vorschläge gemacht, wie wir sollen bitte alle Raumanzüge kaufen für die Abgeordneten, damit wir hier mit allen Raumanzügen herinnen sitzen. Das, Herr Kickl, war Ihr Vorschlag. Ich weiß nicht, ob Sie Ihre Wählerinnen darüber tatsächlich schon einmal informiert haben. Aber das, wie hier demokratische Prinzipien mit Füßen getreten werden und wie hier versucht wird, tatsächlich die parlamentarische Arbeit in den Dreck zu ziehen, das erinnert mich wirklich, ich finde das unsäglich, es erinnert mich an Debatten in den USA, wo fernab von jeder Realität, fernab von jedem Rechtsstaat, von jeder Rechtsstaatlichkeit inzwischen argumentiert wird mit alternativen Fakten. Sie leben in einer Parallelwelt, Sie zitieren eine Parallelwelt, Sie bespielen eine Parallelwelt auf Ihren eigenen Kanälen, aber dass dieses Parlament tagt auf Basis der Gesetze, der Geschäftsordnung, der Verfassung, und wir werden uns ganz sicher nicht diese Dinge unterstellen lassen, und wir werden uns alle gemeinsam gegen Ihre demokratiefeindlichen Ansinnungen und auch die Wortmeldungen, die Sie hier tätigen. Das darf nicht passieren.